Du kommst heim in der Früh und bist immer noch zu, es gibt Zores. Es gibt Zores. Und du duftest nach Wein und du denkst, in der Feinheit gibt's Zores. Es gibt Zores. Und du fliehst, bitte, bitte, geh, bitte, bitte, geh mal halt mit am Wecker. Doch du leichst, lalala, leichst, lalala, leichst, man versteht keinen Decker. Auf jeden Topf passt irgendwann ein Deckel. Auf jeden Deckel passt der Topf dazu. Irgendwas an dir macht mich so sicher. Mein Deckel ist ganz fest zu. Ich trinke Bier und Wein und guten Schnaps sag ich niemals nein. Aviana, Uso, Gin, alles meine Disziplin. Aber wie war's geschrieben, steht am Grab. Johnny walked und Roman Getty Hood. Wie es lang, so lange da bin, Whiskyverbot in Pension. Hab ich jeden Tag frei, wie ein Schneepflug im Mai. Und es gefällt mir gut in Pension. Lade ich mich jeden Tag ein auf meinen eigenen Wein, der mir so schmecken tut. Mein Chef ist ein sehr feiner Mann, mit dem alles gut besprechen kann. War ich am Vortag wieder mal fett, ruf ich am Morgen, sag ich bleib im Bett, weil ich hab so ein Husten, Husten, ja, ein Husten. Brünn und heißer Würstelstand. So schön, schön war die Zeit. Oh. Der Hasse in der Hand. Mit Senf und Brot ist alles im Lot. Pfefferoni gehört dazu. Lel, es ist so tot, da im Espresso geht die. Die Musicbox ist auch schon ewig hier. Einer sitzt am Bange, tut SMS'en oder zuzelt an seinem Trange und träumt von besseren Zeiten, die aber nie viel besser waren. Ich will noch nicht haben, oh yeah. Na schau, habe ich eh noch 11 Jahre warten müssen, dass du wieder vorbeischaust. Ja, aber ich will das nicht so inflationär betreiben, oder? Ja, ja. Ja. Da warst du aber nicht sicher, ob ich noch da bin. Also, doch, das dachte ich mir auf alle Fälle, sonst war ich auch gar nicht hergekommen. Ja, mir gefällt der Text in dem Medley vom ersten Lied, gefällt mir deiner besser als der Originaltext. Er ist zumindest wahrer, ja, ja. Aber realistischer. Den finde ich völlig verblödet. When the moon hits your eyes like a great pizza pie, das ist, wenn der Mond deine Augen trifft wie eine große Pizza,
Das ist Liebe. Nein, die haben wir schon viel gesoffen da damals. Ja, das merkt man auch. Blödsinn musst du mal kommen. Aber ja. Das ist seine CD, die im Moment im gut sortierten Fachhandel. Ja. Und zwar zweimal CD, einmal DVD. So ist es, visuell und akustisch. Und ist alles Dean Martin drauf? Dean Martin? Zum Großteil Dean Martin Songs, eben frei übersetzt. Ja. Und viele Songs haben wir dann eingepflegt und umkomponiert und das sind dann eigene Songs. Also das Ganze ist eigentlich ein Kabarettprogramm, ich erzähle sehr viel. Da drinnen meine ganze Autobiografie, leicht überhöht, sagen wir mal so. Aha. Und das ähnlich facettenreich wie deine. Nein, du warst schon besser unterwegs. Nein, wir wollen jetzt nicht wetteifern. Auf alle Fälle ist da die Quintessenz meines Lebens da drauf. Und es ist ein bisschen so wie ein Lebenswerk. Wir haben jetzt einmal 12 Jahre gebraucht, um das Ganze jetzt so in dieser Form zu veröffentlichen. Es gibt eine Internetadresse, ja? Wo man schauen kann, right. Wo dieses Kabarett das nächste Mal stattfindet. Ja. Wie heißt die Internetadresse? Roman Gregory, zusammengeschrieben, gregory.y.com. Da geht man auf live und dann sieht man zum Beispiel das am 11. März in Mödling spielen, ja. Und am 11. Mai in Orpheum und danke. So weiter. Man kann sich dann durchklicken und schauen, wo man in der Nähe ist. Roman, viel, viel Erfolg wünsche ich dir. Ich danke vielmals. Ciao, mein danke Lieber. Für bis zum nächsten Mal in 10 Jahren. Ja, so ist es. Dankeschön. Herr Magister.